Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich freue mich ganz besonders heute, denn ich fahre heute nach Paris mit dem Elektroauto, mit dem Tesla Model Y. Und ich nehme euch mit auf einen ziemlich langen Roadtrip, denn ich habe da morgen früh einen Termin. Ich wurde nämlich eingeladen von einem mir tatsächlich noch nicht bekannten Autohersteller, dort drei Prototypen, also Elektroauto-Prototypen, mir anzuschauen und zu bewerten. Das wird ein ziemlich spannender Termin. Der ist morgen um 9.30 Uhr. Das heißt, heute fahre ich dahin. Das ist in Paris. Und dann übernachte ich da. Und morgen nach dem Termin, ich schätze mal so gegen Mittag, geht es dann wieder zurück nach Bremen. Das sind also 1700 Kilometer hin und zurück rund. Und das fahre ich natürlich mit dem Tesla Model Y. Überhaupt kein Problem mit dem Elektroauto. Und dass das überhaupt nicht länger dauert als mit einem Diesel, das stelle ich heute unter Beweis. Denn mein Tesla sagt mir, ich soll ganze zweimal laden auf der Strecke. Das sind 840 Kilometer hin. Und da bin ich mal gespannt, ob das hinkommt. Ich habe dann noch eine Option, nämlich ich plane den Trip nochmal neu mit A Better Route Planner. Und dann schauen wir mal, was der mir sagt, wo ich laden soll. Und da werde ich zum Beispiel sagen, dass ich gar nicht unbedingt an Tesla Superchargern laden möchte. Mal sehen, was dabei rauskommt. Das wird ein sehr spannendes Video. Freut euch auf den Roadtrip. Ich bin mega aufgeregt, auch auf morgen. Und deswegen unbedingt dranbleiben. Ja, und die Tesla-Ladeplanung, die ist ja idiotensicher, das wisst ihr ja. Er plant automatisch Supercharger ein, die entlang der Route liegen. Und da gibt es ja auch jede Menge zwischen Bremen und Paris. Und hier hat er mir zwei Ladestopps eingeplant und ich soll insgesamt knapp 9 Stunden brauchen für diese Tour. Aber es gibt ja auch Ladeinfrastruktur außerhalb von Tesla, die ich natürlich auch nutzen kann. Nur leider wird die mir hier nicht automatisch eingeplant. Da stützt sich das Navi eben nur auf die Supercharger. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in A Better Route Planner mal sage, ich möchte gar nicht unbedingt an Tesla laden, sondern auch eventuell an IONITY oder an ENBW. Wie sieht denn da die Ladeplanung aus und wie lange brauche ich denn dann? Da kommt ein deutlich anderes Ergebnis raus, denn A Better Route Planner sagt mir, ich soll nicht zweimal laden, sondern sogar viermal. Das aber jedes Mal nur ganz kurz, und zwar einmal ENBW, einmal Tesla und zweimal IONITY. Und dann dauert es nicht 9 Stunden, nein, dann dauert es nur knapp 8 Stunden. Also ich spare fast 1 Stunde, indem ich einfach doppelt so oft lade. Ja, und auch an ganz anderen Ladestationen, die eben strategisch günstiger an der Strecke liegen. Ja, das ist interessant und das probiere ich natürlich aus, ob A Better Route Planner recht hat. Auf der Rückfahrt mache ich wahrscheinlich dann die Gegenprobe und fahre quasi nach Tesla Navi, also nur an Superchargern. Und dann schauen wir mal, ob es da signifikante Unterschiede gibt. Und ich bin gespannt. Der erste Ladestopp hier von Bremen aus gesehen, der ist hinter Bochum. Das ist eine Shell-Tankstelle an der A40. Da gibt es ENBW 300 kW. Und da werde ich erstmal hinfahren. Das sind von hier rund 270 Kilometer. Das ist also mein erster Ladestopp. Naja, sagen wir mal in 2,5 Stunden. Übrigens, wenn ihr schon Elektroauto fahrt, dann kennt ihr natürlich die THG-Quote, mit der ihr jedes Jahr mit eurem E-Auto bares Geld bekommen könnt. Und hier gibt es jetzt ein ganz neues Bremer Startup namens Juicify. Mit Juicify könnt ihr online eure THG-Prämie ganz einfach mit einer Anmeldung über die Website beantragen. Die Adresse blende ich hier unten natürlich ein. Juicify regelt dabei den kompletten Verwaltungsaufwand für euch und überweist als schnellster von allen in Rekordzeit die zustehende Prämie auf euer Konto. Die genaue Höhe richtet sich nach dem aktuellen Marktwert der THG-Quote. Und dafür gewann Juicify gerade erst den Award als Anbieter mit der schnellsten Sofortauszahlungsrate. Ihr dürft zusätzlich frei darüber entscheiden, ob ihr die gesamte Prämie behalten wollt oder ob ihr zum Beispiel 25 oder 50 Euro für ein Spendenprojekt verwendet. Juicify verdoppelt dann die gewählte Spende nochmal. Eine Übersicht aller Spendenpartner und natürlich alle Infos für die Anmeldung eures E-Autos und weitere Infos zur THG-Quote gibt's auf der Juicify-Website und natürlich bei mir unten in der Videobeschreibung. Ja, und da die Tesla-Ladeplanung leider andere Lader nicht automatisch dazu planen kann, muss ich das manuell eingeben. Ich habe jetzt mal die Adresse von diesem ersten ENBW-Charger an der Shell-Tankstelle eingegeben in Bochum. Wie gesagt, 271 Kilometer. Ich brauche 2 Stunden 32. Ich habe jetzt 96% im Akku, also nicht 100%. Dafür hat es irgendwie nicht ganz gereicht heute. Und ich komme mit 12% da an. Bin ich mal gespannt, ob das stimmt. Also bis jetzt war das immer sehr zuverlässig. Also los geht's. So, erste Etappe, 840 Kilometer Bremen-Paris. Ich bin mega gespannt. Zum Glück ist das Wetter heute einigermaßen okay. Ich meine, die letzten Tage hatten wir hier nur Regen.
Jetzt ist es so ein bisschen heiter bis wolkig, aber es soll auf jeden Fall die ganze Strecke trocken bleiben, wenigstens etwas. Aber es ist ganz schön kühl. Wir haben es jetzt 2 Grad, also quasi winterliche Bedingungen. Da bin ich mal gespannt, ob das mit dem Verbrauch hier so hinkommt. Ich habe übrigens noch was Lustiges dabei. Das zeige ich euch dann beim ersten Ladestopp. Denn wenn ich schon mit dem E-Auto hier unterwegs bin, dann bitte aber auch mit Stil. Aber was das genau ist, das erfahrt ihr dann, wenn ich das erste Mal lade. Seid gespannt! Ja, wir sind jetzt 100 Kilometer unterwegs und wir haben tatsächlich einen ziemlich hohen Verbrauch, gerade 24,4 Kilowattstunden. Das liegt mit Sicherheit an der Kälte, es ist immer noch 3 Grad draußen und ein bisschen windig tatsächlich. Aber gut, wir kommen immer noch mit 8% an, das ist ja noch genug Puffer. Aber jetzt haben wir erstmal Baustelle, das heißt, das wird sich eh wieder ein bisschen erhöhen. Im Moment liegt mein Durchschnittsverbrauch um 5-6% über dem Durchschnitt, sagt mir mein Tesla. Weil einfach, weil es zu kalt ist, würde ich mal sagen. Ja, und vielleicht noch mal 1-2 Worte zur Verkehrszeichenerkennung hier im Model Y. Seit dem vorletzten Update ist das ja mittlerweile echt gut geworden. Also hier in diesem Auto, das ich fahre, da funktioniert es nahezu perfekt. Also so gut wie alle Verkehrszeichen entlang der Autobahn und auch auf Landstraßen werden perfekt erkannt. Auch Schilder, Brücken, da gibt es so gut wie gar keine Probleme mehr. Also so wie das jetzt ist, kann man das Thema Verkehrszeichenerkennung bei Tesla, glaube ich, auch wirklich abschließen. Jetzt bleibt höchstens noch zu wünschen, dass sich der Tempomat, wenn er aktiv ist, automatisch an die Geschwindigkeitsbeschränkung anpasst, ohne dass ich hier irgendwas bestätigen muss. Oder zumindest eine Option, dass man das ein- oder ausstellen kann. Das haben wir hier noch nicht. Aber ist ja noch nicht aller Tage Abend, kann ja noch kommen. Ja, wir sind gleich 250 Kilometer unterwegs und jetzt habe ich 23,4 Kilowattstunden im Durchschnitt. Wir sind bald da, dauert ungefähr noch 20 Minuten. Dann ist der erste Ladestopp fällig. Aktuell habe ich noch 19% und prognostiziert sind jetzt 10% bei Ankunft. Also liegen wir 2% unter dem, was wir ganz zu Anfang prognostiziert hatten. Ja, was soll ich sagen? Also das macht einfach Spaß und ich könnte im Prinzip stundenlang so weiterfahren. Ja, muss ich auch noch. So schweinekalt draußen. Ich war kurz auf Toilette. Wir sind jetzt schon bei 41%. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. 10 Minuten genau bin ich jetzt schon hier. Ich soll hier ja laut der Better Route Planner nur 13 Minuten laden. Das schaffe ich nicht, weil ich will noch einen Kaffee trinken. Und den Kaffee habe ich mir nicht an der Tanke besorgt. Den koche ich mir selber. Und wie? Das zeige ich euch jetzt. Denn ich habe was ganz Besonderes im Kofferraum. Tada! Mein Vollautomat und eine Powerstation mit 1 Kilowattstunde. Die mache ich mal kurz an. So, kann losgehen. Die gute alte De'Longhi Primadonna, die kocht mir jetzt einen super schönen leckeren Cappuccino. Ja, wenn schon mit Elektroauto reisen, dann bitte Kaffee mit Stil unterwegs. Und es gibt wirklich nichts Leckeres als diesen Kaffee aus diesem Vollautomaten. Unterwegs ist das natürlich ein Genuss. Viel besser als das Zeug, was es hier in der Tanke gibt. So, nächste Etappe. Wir haben es jetzt 11.27 Uhr. Das heißt, wir haben 23 Minuten hier gestanden statt 13. Das liegt daran, dass ich mir noch den Kaffee gekocht habe. Den trinke ich gleich unterwegs. Wir fahren jetzt nach Maastricht zum Supercharger, diesmal Tesla, kommen mit 16% an, 151 Kilometer. Wir haben jetzt 62% im Akku, ein bisschen mehr geladen als gefordert. Ja, und dann sind wir wieder auf der Strecke und ich freue mich auf den Cappuccino. Ah, okay, wir haben hier schon den ersten Stau auf der A40. Ja, hier stehen sie. Ich soll jetzt hier in Essen-Krai abfahren, sagt mir mein Navi, um den Stau zu umfahren. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwas bringt. Aber so wie das hier aussieht, bringt das gar nichts. Scheiße. Na, da haben wir ja Schwein gehabt. Der Stau ist hier quasi weg, weil ich vermute mal, da irgendwie ein schwerer Unfall passiert ist. Ja, hinter mir ist alles voller Krankenwagen. Also haben wir das gerade so geschafft, durch Essen zu fahren und diesen Stau zu umgehen. Da hätte ich bestimmt eine Stunde gestanden, locker.
Wir sind jetzt über die niederländische Grenze Richtung Maastricht und hier ist nur noch Tempo 100 erlaubt. Das bedeutet, der Verbrauch sinkt extrem. Vorher bin ich jetzt noch teilweise 150 gefahren, wo es ging, auf den deutschen Autobahnen, um ein bisschen Zeit aufzuholen. Aber hier ist jetzt nur Tempo 100. Ja, wir sind mit 19% in Maastricht angekommen und nicht mit 10%, wie ihr Better Route Planner gesagt hat. Allerdings haben wir ja auch 10% mehr geladen in Bochum. Genau gesagt war es ja Wattenscheid, ist aber mittlerweile ein Teil von Bochum. Meine Frau kommt übrigens aus Wattenscheid. Hallo Nasilla, schöne Grüße. Ja, das nächste Mal halten wir jetzt in Belgien. Das sind von hier aus, 137 Kilometer nur. Das heißt, hier in Maastricht müssen wir auch nur bis 58% hochladen, soll insgesamt 14 Minuten dauern. Ja, viel länger wird es auch nicht dauern. Das heißt, ich kann nicht mal aufs Klo gehen. Ich werde jetzt einen kleinen Snack essen und dann geht es auch gleich schon los. Wir haben jetzt schon wieder 30%. Verdammt, geht das schnell. Das artet ja richtig in Stress aus hier. Ja, dadurch, dass wir hier in den Niederlanden nur 100 fahren durften, da ist der Verbrauch momentan bei 22,1 Kilowattstunden. Das ist immer noch relativ hoch, liegt aber auch daran, dass die Batterievorkonditionierung angesprungen ist vor dem Supercharger. Und das sieht man hier ganz schön. Wir lagen erst so bei 19 Kilowattstunden eine ganze Zeit und dann so 15, 20 Kilometer vor dem Supercharger ging das richtig hoch. Ich würde mal sagen so 28, 29 Kilowattstunden. Da hat er richtig reingehauen, der Verbrauch. Das war aber nur eine kurze Zeit und dann haben wir hier auch wirklich fast 200 kW bekommen am Supercharger. Ist auch ein V3 gewesen. So muss das halt sein. So, in 1,8 Kilometer kommt die Abfahrt zu dieser Raststätte mit den Ionity-Säulen. Ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Das ist auf jeden Fall bei Thieu. Aber davor Le Roux oder so ähnlich. Sorry, geht mir nicht über die Lippen. Aber jetzt ist es gleich 10 vor 3. Wir sind 560 Kilometer unterwegs inzwischen. Ich habe mittlerweile doch richtig Hunger, muss gleich mal was essen. Hier laden wir auch ein bisschen länger, also ich glaube so 25 bis 28 Minuten, weil die nächste Etappe ist 225 Kilometer. Da müssen wir so, ja weiß nicht, bis 80% hoch, würde ich mal schätzen. Ich hätte auch noch weiterfahren können bis zum nächsten Supercharger. Der wäre dann in Frankreich. Das sind von hier aus auch noch mal so 30 Kilometer, gar kein Problem. Wir haben jetzt noch 22%. Aber ich will mich ja an den Plan von der Better Route Planner halten, um mal zu gucken, wie viel Ladepause wir am Ende benötigen. Und diese Geschichte mit den vielen, aber kurzen Ladepausen ist eine interessante Sache. Artet aber doch schon so ein bisschen in Stress aus, finde ich. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier lang müssen. Müssen wir hier durch, glaube ich. Genau. Gut, dass ich hier schon mal war, sonst hätte ich mich hier wieder verfranst, so wie letztes Mal, als wir das erste Mal hier waren. Und wo sind die Teile? Da! Alles klar. Wie komme ich denn jetzt da hin? Nee. Hä? Nee. Nee. Ich bin schon wieder verfranst. Fuck. Genau wie letztes Mal. So, es ist aber auch kompliziert hier. Hier muss ich durch. Er muss so mehrere Schleifen drehen. In 200 Metern wird sich das Ziel auf der rechten Seite befinden. Ja, das wird sich da wohl befinden, liebes Navi. Das hoffe ich doch auch. Es ist eine bescheuerte Verkehrsführung, ne? Hätte ich auch einfacher haben können. So. Jetzt noch einmal hier rum. Und da sind sie. So, wir sind jetzt 20 Minuten hier.
haben 68%. Better Route Planner sagt, wir sollen bis 78 laden. Ich komme jetzt schon mit 3% da an, wo ich hin will. Das ist nämlich ein Novotel in Saint-Vitz. Das ist kurz vor Paris. Sind bis dahin noch 220 Kilometer. Ich lade aber noch bis 78 hoch. Dann haben wir 13% Puffer. Dann waren wir insgesamt eine halbe Stunde hier. Das ist dann der dritte Ladestopp. Und ja, also es ist wirklich stressig. Man kommt wirklich kaum dazu, auf Toilette zu gehen. Bis man da vor hin und zurück gegangen ist zum Rasthof hier. Das dauert schon ein paar Minuten, bis man dann durchgeschleust wurde und so. Geschweige denn noch irgendwas kaufen, das zieht sich dann länger hin, in die Schlange stellen und so, also bezahlen, also das dauert, das schafft man in der Zeit gar nicht. Also ich glaube, auf der Rücktour, da mache ich das wirklich mit der Zwei-Stop-Strategie, wo ich einfach länger stehen kann. Das ist zwar vielleicht ein bisschen länger von der Zeit, aber am Ende ist es doch irgendwie stressfreier. Also 4 Ladestops, die so kurz sind. Da spart man vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde Fahrzeit insgesamt, aber am Ende ist man doch irgendwie genervt, weil man sich so beeilen muss. Weil man will es ja auch schnell machen. Wenn man schon so viele Ladestopps macht, dann sollen sie auch möglichst kurz sein. Ja, was ist eigentlich eure Meinung? Bevorzugt ihr eher so viele Ladestopps, dafür sehr kurze, oder doch eher wenige und dafür ein bisschen länger, damit ihr ein bisschen mehr Zeit zum Relaxen habt? Ich frage mich, wie das eigentlich mit den 800 Volt Autos ist, die sowieso jedes Mal nach 20 Minuten wieder weg sind. Das ist ja dann schon richtig stressig. Da kann man ja eigentlich fast nur noch im Auto sitzen bleiben und warten, bis man fertig ist. Und warten, das möchte man eigentlich nicht. Und Ionity hier ist auch jetzt mittlerweile komplett voll. Ja, und da kommt auch schon der nächste, der ID3 hier aus Belgien. Der muss jetzt leider noch ein bisschen warten. Ich brauche noch 2 Minuten, dann bin ich durch. Und dann kann er sich hier anstöpseln. So, wir sind fertig. Jetzt müssen wir hier nur wieder rausfinden. Aber der ID3 konnte auch gerade sich anstöpseln, weil der Porsche, der hier neben mir lud, war auch gerade fertig. So, letzte Etappe. 220 Kilometer, 1 Stunde 57. Ja, so wird man hier beschissen, ne? 18 Euro sollte das kosten, die Maut für die Strecke. Ich habe mit einem 20er bezahlt und das Wechselgeld klimperte zwar irgendwie im Automaten, aber die Stelle, wo man das Wechselgeld rausholen sollte, da war nichts drin. Ja, wir sind gleich da. Ich habe hier noch 12 Kilometer, habe noch 18% im Moment und in 5 Minuten müssten wir eigentlich da sein. Dann ist es wieder Ionity. Bin mal gespannt. Diesmal ist es an einem Novotel. Saint-Vitz heißt der Ort hier. Ist irgendwie ja Witz. Ist dies ein Witz? Wir werden es sehen. So, nachdem die erste Ionity-Säule hier von 6 leider nicht wollte, kam irgendwie keine Zahlung zustande, habe ich dann noch eine andere genommen, die dann gerade frei wurde. Sonst sind nämlich alle belegt. Und da hat es dann geklappt. Immerhin, jetzt lade ich. Ich habe jetzt noch ungefähr 60 Kilometer bis zum Hotel, wo ich heute Nacht penne. Und da ich morgen noch ein bisschen rumfahre, bevor ich dann irgendwann mittags nach Hause fahre, werde ich hier, keine Ahnung, so bis 60% hochladen. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie es wird. Ich bin auch froh, dass ich jetzt da bin. Wir haben jetzt 17.28 Uhr. Das heißt, ich bin ja schon 8 Stunden 45 ungefähr unterwegs und dann habe ich auch noch mal eine halbe Stunde bis zum Ziel. Also wären es doch deutlich über 9 Stunden und der Better Route Planner hat halt gesagt, es sind nur 8 Stunden 6 Minuten. Hat nicht ganz geklappt. Die Ladepausen waren eigentlich fast so lang wie prognostiziert. Ich glaube mal 5 Minuten hier und da länger. Sonst bin ich immer durchgefahren, so schnell wie es ging. In Holland halt 100 und in Frankreich 130 und in Deutschland zwischen 130 und 140. Witzigerweise kam jetzt hier auch gerade der Porsche an, der Taycan Sport Turismo, der in Belgien zusammen mit mir auch am Ionity stand. Der ist ja kurz nach mir gekommen und offensichtlich will er auch Richtung Paris. Jedenfalls ist er auch gerade gekommen hier und ich lade jetzt schon 5-6 Minuten. Das heißt, ja, auch mit dem Porsche Taycan ist man eigentlich nicht schneller unterwegs als mit einem Tesla Model Y.
Aber ich hatte ja echt kurz gedacht, dass ich noch durch Paris fahre zum Hotel. Ich bin ja hier am Laden und da ist das Hotel. Insgesamt noch 58 Kilometer hier rum. Wenn man jetzt hier durchfahren würde, wäre es ja auch nicht viel länger. Aber wenn ich mir das hier angucke, alles rot. Nee, das muss ich mir nicht geben. Da bin ich ja 2 Stunden unterwegs, Minimum. Also werde ich von Paris eigentlich nur das hier auf der Karte sehen, aber leider kein Eiffelturm, kein Arc de Triomphe. Schade! So Leute, wir sind da, 18.40 Uhr, das heißt wir haben 9 Stunden 55 gebraucht für die gesamte Strecke. Ja, in jedem Fall bin ich jetzt froh, endlich da zu sein. Das Hotel sieht richtig süß aus, voll im Grünen hier. Ja, schönen guten Morgen. Ich bin jetzt da an meinem Standort. Les Pyramides heißt das hier. Das ist so ein riesen Einkaufszentrum, Kongresszentrum. Und ich musste mich erstmal fast eine Dreiviertelstunde durch den morgendlichen Stau von Saint-Germain quälen. Und ich musste sogar zweimal um Pudding fahren, weil ich die Abfahrt verpasst habe. Sonst wäre ich schon 20 Minuten früher hier gewesen. Ja, so sieht das hier aus, Leute. Also Les Pyramides verdienen ihren Namen. Das sind alles Pyramiden. Aber jetzt gehe ich erstmal rein. Und ja, wird Zeit auch für den ersten Kaffee. Ach so, ich gehe rein. Ja, ihr müsst leider draußen bleiben, denn das Ganze ist ja, wisst ihr ja, streng geheim. Ja, ich bin durch mit dem Interview. Hat dann doch über 2,5 Stunden gedauert. Ich kann nur sagen, ein hochinteressantes Auto, was da in 2 oder 3 Jahren auf den Markt kommen wird. Mehr darf ich leider dazu nicht sagen, aber es war extrem spannend. So, ja, jetzt muss ich leider wieder zurück nach Bremen. 840 Kilometer und ich sehe schon hier, der Stau um Paris ist nicht ohne. Ich melde mich wieder, wenn ich am Laden bin. So, wir haben es jetzt 1:15. Ich habe tatsächlich über eine Stunde gebraucht für diese paar 60 Kilometer. Es war aber auch zu viel Stau in und um Paris. Jetzt bin ich hier im Supercharger in Senlis, France. Bin mit knapp unter 20% angekommen, also wieder deutlich mehr als prognostiziert. Ich soll laut Tesla Navi jetzt noch 3-mal laden, also insgesamt dann wieder 4-mal auf der Strecke. Ich wollte aber eigentlich weniger. Ich wollte versuchen, mit 3 Ladungen insgesamt auszukommen. Das heißt, eine werde ich jetzt irgendwie ausfallen lassen müssen unterwegs. Deswegen werde ich ein bisschen voller laden. Aber ich will sowieso was essen, denn hier ist auch ein Autogrill, habe ich um die Ecke gesehen. Und da hole ich mir vielleicht was. Und dann sprechen wir vielleicht mal über das, was ich euch gar nicht erzählen darf. Kann ich aber auch nicht. Aber zumindest das, was ich euch erzählen darf, darüber können wir gleich sprechen. Worum es da ging bei dem Termin, was ich so gesehen habe und was das Ganze sollte. Ja, es wird sehr spannend, aber erstmal hole ich mir was zu essen. So, was haben wir denn da Schönes? Naja, Burger und Pommes, was sonst? Spezialität des Hauses. So frisch gestärkt, aber jetzt muss es unbedingt noch mal ein Kaffee sein. Aber ich bin ja zum Glück Selbstversorger und habe meine eigene Maschine dabei. Also zapfe ich mir erstmal wieder einen kleinen Cappuccino aus dem Kofferraum. Ja, wir wollten ja noch mal kurz über diesen Job reden, den ich hier heute hatte. Es ging darum, wie gesagt, einen Prototypen zu besichtigen und den zu bewerten im Marktumfeld, die Konkurrenzsituation zu analysieren. Was sind die Hauptkonkurrenten? Wie sind die Spezifikationen des angedachten Fahrzeugs? Ist das konkurrenzfähig? Was muss man eventuell verbessern? Wie ist das Design, sowohl Exterieur als auch Interieur? Und so weiter und so fort. Also ganz viele Fragen zu diesem Auto zu beantworten. Den Hersteller darf ich leider nicht sagen. Ich darf auch nicht sagen, was das für ein Auto ist. Es waren auch gar nicht 3, wie ich ursprünglich dachte. Es war auch nur 1 Modell. Bei 3 hätte es ja noch länger gedauert. Da hätte ich den ganzen Tag da verbracht. Aber es war auf jeden Fall mega interessant.
Und der Wagen soll, wie gesagt, in 2 bis 3 Jahren auf dem Markt in Deutschland oder Europa erscheinen. Und ich kann nur so viel sagen, wenn dieser Wagen so kommt, wie wir ihn da gesehen haben, auch mit den Spezifikationen, ist es ein sehr, sehr, sehr interessantes Elektroauto. In jedem Fall fand ich das wieder eine sehr interessante Erfahrung, auch zu sehen, welche Gedanken sich die Hersteller machen. Manche Gedanken gehen möglicherweise auch in die falschen Richtungen. Da habe ich dann auch mein Veto eingelegt und gesagt, nee, ich würde das anders machen, so und so sieht das aus. Ich hoffe ja, dass sie sich das zu Herzen nehmen und das möglicherweise auch berücksichtigen. Wir werden sehen. Ich war natürlich nicht der einzige Experte, der dort eingeladen war. Vor mir und nach mir waren auch ganz viele andere dran. Das waren halt Influencer, Journalisten, ganz normale Menschen, hauptsächlich aus Frankreich, ein paar aus Deutschland. Und das Ganze war aber, wie gesagt, sehr geheim. Man musste alles abgeben, Handy, man wurde quasi durchleuchtet mit Metallsuchgeräten oder Suchgeräten für irgendwelche elektromagnetischen Strahlungen, dass man keinen Sender an Bord hatte und so weiter. Es war so richtig wie auf dem Flughafen. Aber nichtsdestotrotz, es ist es natürlich wert. Und die Strecke hier nach Paris zu fahren, deswegen war es mir auch wert. Also alles für die Elektromobilität natürlich und dass wir möglichst optimale Autos in Zukunft bekommen, ist ja klar. Natürlich habe ich auch ein Honorar dafür bekommen, aber über die Höhe schweige ich mich natürlich aus, genauso wie über das Auto. Ja, jetzt sind wir also wieder auf der Strecke. Wir kommen in knapp 3 Stunden am nächsten Supercharger an, sind noch über 300 Kilometer zu fahren. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen mit jetzt noch, was haben wir, 80% im Akku. Wird auf jeden Fall eine knappe Kiste, wenn ich 130 fahre. Vielleicht muss ich auch noch ein bisschen langsamer fahren, mal sehen. Aber ich versuche es auf jeden Fall mit 130. Wetter ist ja wie gesagt gut, so macht das Fahren sowieso Spaß. Also Feuer frei. Ja, mir war das dann doch ein bisschen zu langsam tatsächlich, weil ich hätte echt ökologisieren müssen. Das Navi war doch etwas zu optimistisch, was die Restreichweite angeht. Ich hätte es geschafft, das ist keine Frage, aber irgendwie mit 90 hinterm LKW herzuckeln und das für 100 Kilometer ist irgendwie nicht so meins. Deswegen bin ich zwei Supercharger früher rausgefahren. Bin jetzt, wie heißt denn das hier? Nivelle Süd. Das ist kurz vor Brüssel. Ja, kurz vor Brüssel. Da stehe ich jetzt und ich mache jetzt trotzdem nur noch einen Stopp, also insgesamt 3 auf der Rücktour. Der nächste Stopp ist also in Moers, das ist dann wieder in Deutschland. Und da lade ich dann noch einmal, bis ich dann damit nach Bremen komme. Das sind von hier aus 237 Kilometer. Da brauche ich noch ein paar Prozent. Ich bin jetzt schon bei 37, das geht ja immer ruckzuck. Also ich denke mal, 237 Kilometer, ja, ich werde wahrscheinlich bis 80 hochladen, dann komme ich auf jeden Fall sicher in Moers an und muss nicht wieder so rumschleichen. Eieieiei, direkt vor mir, 3 Autos vor mir, ist einem Lieferwagen der Reifen geplatzt und er fuhr noch, nur noch auf den Felgen und ist natürlich sofort in die Eisen und alle anderen hinter ihm auch. Das war eine etwas haarige Situation. Wir konnten alle gerade noch so bremsen, sonst nichts passiert, ist keiner aufgefahren, aber er stand jetzt halt mitten auf dem Überholstreifen mit quasi blanker Felge. Die Felge war auch noch natürlich total eingedellt jetzt. Die Reifen lagen zerfetzt auf der Straße. Ja, sowas kann auf der Fahrt echt mal passieren, da muss man höllisch aufpassen. Also immer schön wachsam sein. So, wir sind jetzt hier in Moers angekommen, 18.30 Uhr ist es genau. Die Älteren werden sich erinnern, hier war mal das Ziel vom E-Cannonball van der Valk Hotel. Hier sind auch die Supercharger. So, ich lade jetzt noch einmal auf und zwar ziemlich voll. Ich würde mal sagen über 90%, denn ich muss noch 300 Kilometer bis Bremen. Und das will ich in einem Rutsch schaffen. Ich habe jetzt noch 6% im Akku gehabt. Da das jetzt ja Essenszeit ist, werde ich mal gucken, ob ich hier irgendwas zum Mampfen kriege. Und dann, wenn ich fertig bin, dann ist der Wagen auch wieder voll. Und dann geht's auf die letzte Etappe Richtung Bremen nach Hause.
Ja, Leute, wir sind wieder unterwegs. Mittlerweile wird es schon langsam dunkel. Wir haben es jetzt so 20 nach 8 und zu Hause bin ich so gegen 10. Also haben wir dann doch mehr als 10 Stunden gebraucht. Das heißt, diese 3-Stopp-Strategie auf der Rückfahrt war doch noch länger als die 4-Stopp-Strategie auf der Hinfahrt. Lag natürlich daran, dass ich in Paris nur mit 40% gestartet bin und nicht mit 100%. Dann wären wir wahrscheinlich schneller gewesen. Aber so ist es halt. Ja, also ansonsten war die Fahrt trotzdem sehr entspannt. Allerdings war Moers der letzte Stopp doch so ein bisschen so ein Griff ins Klo, weil dort sehr schlechte Infrastruktur ist. Das Hotel hat im Prinzip ja nur das Restaurant und da wollte ich dann doch nicht essen. Und der Lader sind alles so V2-Lader älterer Bauart. Und da war die Ladeleistung relativ gering. In der Spitze habe ich da 120 kW gekriegt. Und das, wo ich mit 6% gestartet bin, da hätte ich eigentlich sowas mit 220 kW kriegen müssen, am V3 zumindest. Ja, das war natürlich nicht, deswegen hat es da ein bisschen länger gedauert als nötig. Aber so ist es normal, einen vierten Stopp wollte ich dann einfach doch nicht nochmal machen. Ja, was kann man auf jeden Fall festhalten? Mal eben mit dem Elektroauto nach Paris, Langstrecke und zwar 1700 Kilometer hin und zurück in 2 Tagen. Ist überhaupt kein Problem. Also der Zeitverlust im Vergleich zum Benziner oder Diesel, der ist bei so einer Strecke doch relativ gering. Also ich habe ja ungefähr 1 Stunde 20 auf der Hinfahrt geladen und jetzt auf der Rückfahrt vielleicht 1 Stunde 30 alles zusammen. Und wenn ich mit dem Diesel gefahren wäre, bei 8 Stunden Fahrt hätte ich auch mindestens 1 Stunde Pause zwischendurch gemacht. Wäre wahrscheinlich einmal tanken gefahren und hätte auch was gegessen, auf Toilette gewesen und, sodass da auch 1 Stunde zusammengekommen wäre. Das heißt, diese 30 Minuten mehr mit einem Elektroauto bei über 800 Kilometer Strecke, ich würde mal sagen, das ist vernachlässigbar. Und wer meint, das wäre ihm zu viel und zu stressig, ja, der sollte vielleicht mal über seine Prioritäten nachdenken. Kann ich zumindest so nicht mehr nachvollziehen. Natürlich ist das Model Y auch ein sehr effizientes Auto, kommt gut weit, hat einen großen Akku. Da gibt es natürlich Autos, die das nicht so gut schaffen. Da muss man dann halt mehr laden. Und auch mit der Ladeplanung hier im Tesla hat Licht und Schatten. Also wenn man sich auf das Tesla Supercharger-Netzwerk verlässt, ist es 1A. Wenn man davon abweichen möchte, taugt das überhaupt nichts. Ja, also mit anderen Worten, die Ladeplanung von Tesla ist nicht die beste der Welt. Im Prinzip ist sie auch die schlechteste der Welt, nämlich dann, wenn man eben nicht mit Supercharger laden will. Dann taugt sie wirklich nichts. Ja, so ist es halt. Tesla ist das eigene Universum und so ein bisschen so wie Apple und dem muss man sich so ein bisschen beugen. Ja, so langsam werde ich auch ein bisschen müde und bevor das Licht hier komplett weggeht, möchte ich mich erstmal für heute bei euch verabschieden. Ich hoffe, dieser doch lange Roadtrip hat euch gefallen. Mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Vor allem natürlich diese Autos, die ich oder das Auto, was ich heute sehen durfte, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.